Hallihallo, Hallöchen mit Willkommen hier zurück zu einer neuen Aufnahme vom Let's Play Omni 2, der Omnibus-Simulator. Die Stelle, ja, kennen wir schon aus der letzten, also vorletzten Aufnahme, auf jeden Fall eine der letzten Aufnahmen. Und wir werden tun das gleiche wie in den letzten Aufnahmen, auch unsere kleine Testfahrt dieses Mal auf der 177. Das ist eine Linie, die uns ja so schon ein bisschen aus War-Version 1 bekannt sein sollte. Auf jeden Fall trotzdem keine Fahrplanoptimierung. Da haben wir die Linie auch mal hier bei mir gesehen und das fand ich ganz cool letztes Mal, dass ihr auch so ein paar Kommentare in den Kommentaren da gelassen habt. Genau, wo euch ein bisschen was aufgefallen ist, weil ich war aufs Fahren konzentriert. Von dem her passt das schon. Wir fahren die 177 auf jeden Fall mit einem C2G, der anscheinend geupdatet wurde. Deswegen habe ich keine Dashboard-Texturen mehr. Interessant. Okay, gut zu wissen. Ist ja egal. Kriegen wir trotzdem hin. So, immer auf damit und Hilfspfeile. Wo müssen wir denn starten? Das schaffen wir natürlich. Klar schaffen wir das. Hust, hust. Nein, schaffen wir nicht. Heißt dann einmal. So, Fensterchen. Und dann müssen wir uns erstmal ein bisschen anmelden. Natürlich nur ein bisschen anmelden. Zu arg anmelden wäre wieder nichts. Deswegen melden wir es nur ein bisschen an. 15.06, die geheime PIN, die keiner lesen darf. So, ja, das wird schon stimmen. Und dann sehen wir auch schon 177 Route 1 dürfen wir fahren. Ist sicher super, so. In 4 Minuten geht's los. Ja, 4 Minuten über Daumen gepeilt. Passt schon. Ja. Ob hier in dem Hamburger Dings die Ansagen kommen, das weiß ich jetzt noch nicht. Das werden wir sehen. So. Ich weiß nicht, was uns jetzt mit den Texturen hat. Ich bin mir da echt ein bisschen, ich bin mir unsicher. So, die Heizung geht ja automatisch. Das ist eine super Sache. Bisschen Licht haben wir auch im Fahrgastraum. Das freut mir natürlich einen Keks. Und ansonsten würde ich sagen, lasst uns zum Start ziehen. So. Ist ein bisschen vorsichtig. Achso. Spiegel. Nee. Mal ein bisschen eine Fahrschule hier. So ein bisschen. Schon lange nicht mehr normal gefahren. Nein, das stimmt ja nicht. Aber so ein bisschen. So ein bisschen Fahrschule ist ja nicht unbedingt verkehrt. So, dann müssen wir einmal da rum. Und zwar ganz rum. Dann geht es ans Leute einladen, wenn die mitwollen. Und ansonsten fahren wir eben zum Nordstadtbahnhof. Das Ganze soll dauern ungefähr. Ach ja, guck mal. Sieht hier ganz gut aus. Ungefähr eine halbe Stunde. Müssen wir mal schauen, wie sich das denn so entwickeln wird. Schaltet er schon weiter oder bleiben wir da? Müssen wir mal gucken. Aber ich glaube, am Menüche können wir eigentlich schon nochmal, damit wir da jetzt nicht ewig stehen, ne? Ja, danke, Omsi. Hast du toll gemacht. Ich bin sehr stolz auf dich. Erstmal ins Weiterschalten. Ist ja echt so leise. Ja, ist er wahrscheinlich drin. Ich habe mich hab ich letztes Mal schon gewundert, gell? Aber so ist das normal. Okay. Was macht der jetzt hier? Fährst du gleich los, oder? Nee, der fährt nicht gleich los. Wie wär's mit noch ein paar Sekunden? Ja gut, dann müssen wir natürlich Dinge tun, die dann dazu führen, dass der Kollege nicht mehr dasteht. Dankeschön. So, ich habe ihn mal kurz weggefahren. Ihm ist nichts passiert, ihm geht's gut. Für dieses Video sind keine Busfahrer zu Schaden gekommen. Ne? Nur, dass das hier klar ist. So, müssen Sie dann neu anmelden oder wie sieht das jetzt aus? Films? Danke. Thank you for registrating. So, da gucken wir, ob ihr mitwollt. Ach, guck mal, die wünschen sogar schon gute Fahrt. Das freut mich natürlich. Wollt ihr mit oder habt ihr auch noch eine zu geringe Docking-Distanz? Ja, letzteres. Okay, gut, dann ist ja kein Problem. Dann lassen wir euch da stehen und dann kommt ihr mal in Zukunft mit. Ne? Ist ja, wer nicht will, hat schon gehabt. Seid ich dir jetzt einen Zentimeter zu weit weg, aber das glaube ich eher nicht. So, ein bisschen frische Luft, das da oben sorgt dann dafür, dass wir einigermaßen wohltemperiert hier unsere Fahrt fahren können. Es ist 0-0. Haben wir irgendwas noch? Achso, man hätte Türfreigabe. So, du Ubino, du fährst dann auch mal vorbei. So. Und quasi geräuschlos fahren wir durch die Gegend. Das ist ja auch witzig.
Well, denn was bist du denn? Ich habe schon wieder ganz übersehen, was du bist. Ja, ein Urbino. Das habe ich auch gesehen. Was bist du schön? Das eine 180. Okay. Rathausgalerie. So ist es, ne? Das wird unser... Ich wollte gerade sagen, Ziel sein für heute ist es aber gar nicht. Wenn das unser Ziel wäre, dann hätten wir es nicht weit. So, Sie warten bitte kurz. Danke. Ach, guck mal, die war doch nett, oder? Die hat extra gewartet. Die hat gesehen, ach, guck mal, der Busfahrer ist unterwegs in wichtiger Mission. Und Busfahrer sind immer unterwegs in wichtiger Mission, weil wegen, sind ja alles Kunden und so, ne? Gut, muss man ja zufriedenstellen, wobei sie ist natürlich eine potenzielle Kundin. Sollte man vielleicht bedenken, aber passt schon. So, das kriegen wir aber hin, oder? So, ganz viele Kollegen hier. Hallo. Guten Tag. So, Nordstadt Bahnhof. Ich bin mir unsicher, wo wir hin müssen. Spickel, Spickel, Spickel darum. Ja, aber Geräusche machen wir schon, das ist nicht das Problem. Okay, einfach nur vorne nicht. Fahren wir einmal vorsichtig rum und dann gilt... Upsala, das war ein bisschen... Das war ein bisschen ungekonnt. Naja, gut. Aber was willst du auch von mir erwarten? Ich meine, der Josh da, das ist halt... Ah, ich mache so Isar halt. Ne, da konntest du jetzt nichts machen. So, mit dem Bus fahre ich selten. Ich kann das schlecht einschätzen. Kommt in den Videos vielleicht nicht so rüber, aber... fahre ich selten. Naja, gut. Hauptsache haben wir unsere Geschwindigkeit in der Dash... und ignorieren sonst alle anderen uns umliegenden Faktoren. Aber Hauptsache den Blinker hören wir, ne? Hauptsache den Blinker geht's gut. Ich weiß, der war schon vor ein paar Jahren nicht lustig. Als er noch aktuell war, der Witz. So. Hallo? Danke. Schönen guten Tag. Hallo, hallo, einmal einsteigen. Guten Tag zusammen. Guten Tag. Hallo. Einen normalen Fahrschein, bitte. Einmal normal. 2,70, 30. Achso, ups. Ja, fast richtig gerechnet. So mehr oder weniger. Kasse stimmt dann zwar am Ende vom Tag trotzdem nicht, aber du wartest. Ach, guck mal, er hat gemerkt, dass wir nur hier raus wollen. Danke. Die sind alle so freundlich heute. Da bekommt man ja fast sogar gute Laune. Hey Josh, du bist immer schlecht gelaunt, oder wie? Nein, eigentlich nicht, aber die letzten Tage war irgendwie... Weißt du, ob es aufgefallen ist? War vielleicht ein bisschen schwierig? So, jetzt geht's wieder. Über die Osterfeiertage so ein bisschen runtergekommen mal zur Abwechslung. Ah, passt dann schon soweit alles. Kriegen wir hin. So, schwuppdidu einmal nach oben. Ach, guck mal, und schon hören wir ein bisschen was. Die ist vielleicht mal, ne? Aber sieht dann schon echt so aus, als hätte der Bus, es wurde der Bus geupdatet, weil die Dashboard-Textur, die hatte ich mir ja mal ausgetauscht. Ich weiß gar nicht, ob ich das wieder finde. Wahrscheinlich nicht. Aber ist egal. Kriegen wir auch so hin. So, einmal einsteigen. Schönen guten, was haben wir? Einen Mittag. Mahlzeit. Wir sagen einfach Mahlzeit. Hallo. Kann natürlich auch sein, dass wir Künstler sind und deswegen echt dauert Mahlzeit ist. Ach komm. War der... Der war doch in Ordnung. Dann kann man mal so zwischendurch. Das ist nicht so ein Highlight. Aber so mal zur Abwechslung war der doch jetzt ganz okay, oder? Der Witz? Irgendjemand? Witzig? Schade. Ruhrau, Dom. Genau, ne? Das heißt, für uns geht's dann links rum. Ein bisschen vorsichtig. Aber das mit den Ampelphasen klappt ja gerade ganz gut, ne? Da kann ich mir jetzt nicht beschweren. So. Ach so, ich hab gedacht, Knickschutz war es? Nein, das war der Haltewunsch. Also fast das Gleiche. Nein, ist es nicht, ich weiß. So, da freut sich jetzt meine Fahrerakte, weil... Ja, 2 Minuten Verfrühung. Aber was willst du machen? So ist es Leben, ne? Einmal einsteigen. Guten Mittag. Hallo. Mahlzeit. Hallo. Ich hätte gern so einen Fahrschein, also Hallo. Mit dem ich nur ganz kurz fahren kann. Also nicht den ganzen Tag, sondern nur kurz. Ich glaub, nur kurz, Carsten. Hast du so viel Angst vor mir? Wahrscheinlich schon. Kurzstrecke. So, für Sie einmal auch. 30 und 8. Ich wünsche eine angenehme Fahrt. Was hat denn die Eigenheit, alle Texturen da rauszuladen zurzeit? Ich weiß gar nicht, was los ist. War doch früher nicht so. Und ja, ich habe den 4 GB Patch.
Ich bims nicht ganz unterbelichtet. Ich bims eins. Ja. Ihr habt das schon mal gemacht. Ein paar Mal. Ich hab schon mal umsiekett. Ein wenig. Ein paar Zeiten lang. Das ist die über 600 Folgen und wie der richtige Plan, der erzählt. Oh, er war aber knapp. Ja, ich bin Profi, wie ihr seht. Ich habe schon viele Spielstunden. Warte mal, war nicht neulich irgendwie... Josh macht seine 2000 Spielstunden Vollparty, war da nicht was? Habe ich da nicht irgendwas... Hat er nicht mal was in den Kommentaren geschrieben? Ja, dieses Wochenende macht Josh bestimmt seine da 2000 Spielstunden Omsi voll. Was zwar nicht funktioniert hat, weil ich... Ach, die haben wir schon eine Weile voll, okay. Habe ich mir gedacht, nee, dieses Wochenende habe ich keine Zeit, aber die sind jetzt voll. Das freut mich. Yay, Party, wuhu! Also um die 2 Spielstunden jetzt. Party, wuhu! Herr Stengelaber interessiert. Ja, ist gut. Ist alles in Ordnung. Ja. Ne? Und die Hälfte der Spielstunden war bestimmt sprachlich unterlegt von mir. Wobei die Spielzeit einzelnen Folgen. Ich müsste wieder in meinen. Ich müsste mal wieder in meinen Plan schauen, in diesen Josh-Folgen alle Omsi-Videos planen. Also ich bin jetzt übergegangen, die Folgen tatsächlich, ich versuche die Folgen noch eher durchzunummerieren, als ich das vorher irgendwie gemacht habe. Aber, ja, ne? Was lädt denn der da immer? Irgendwelche Texturen. Also ich glaube, mein System mag verschiedene KI-Busse nicht. Es findet es böse. So, der fährt da immer raus. Das heißt, ich werde einmal so ein bisschen Abstand halten. Na, Kollege, du darfst. Kollege. Ich glaube, das war der Facelift hier. Mein PC... mag keine Facelifts. Können wir das nicht irgendwie so ein cooles Kollegen-Selfie machen? Irgendwie sowas da, sowas cooles. Nee, sieht nicht so cool aus, wie es eigentlich aussehen sollte. Ach so. Wie war das mit der Vorfahrt? Ah. Ich glaube, wir haben da mal was gelernt. So, da sehen wir nochmal den neuen ZOB, den ich schon in der letzten Folge angesprochen habe. Aber ist ja egal. Wir sehen ihn auf jeden Fall nochmal. So. Swoosh, die durch die Uhr, ihr dürft mit. Ihr steigt sogar ein. Ja, feine Fahrgäste seid ihr ja fein. So, und du terminierst hier, oder warum fährst du hinten rum? Guten Tag. 180. Hallo. Schönen guten Tag. Hallo. Hallo. Guten Tag an alle, die einsteigen. Nein, ist einer zu viel. Ah, wir haben so viele kleine Münzen. Ein Fahrschein bitte. Das ja. Auch nee, ich glaube, der Betrag geht nicht unbedingt in Scheinen. Du kannst das nächste Mal ausprobieren. So. Ab dafür. So, Fußgänger immer ein bisschen gucken, aber das sollte eigentlich funktionieren. So, dann wollen wir einmal links rum raus. Seestraße. Genau. Ach so. Gingen die da die Anforderungen oder gingen die nicht? Ich weiß es gar nicht mehr. Wir sind die nämlich doch... Ah nee, ich glaube, das... Ah, genau. Die ging tatsächlich noch nicht. Haha. Ich erinnere mich. Also nicht, dass ich diese Linie schon mal gefahren wäre und die Fahrplanauswertung nicht gespeichert wurde. Nein. Ich bin Profi. Mir passiert sowas nicht. Das ist ja unglaublich. Er hat da seinen Führerschein gewonnen. Ja, ist auch alles in Ordnung. So, weil die wird nämlich auch grün, wenn man da steht. Ja, es ist eine super Sache. Wie ich in letzter Zeit anscheinend sehr häufig zu sagen pflege. Ja, ja. Ich kümmere mich sehr drum. Ich pflege das. Nicht meine Hautpflege mit Babys Duschschaum. Bestimmt. Hier Werbeplatzierung einfügen, weil Werbeplatzierung für, wie heißt das, ja, Beauty-Bereich, Channel, Gedönse, ja, immer ein bisschen attraktiver für Werbekunden ist. Und um auch mich attraktiver für Werbekunden zu machen, fange ich jetzt auch damit an. So, du darfst gerne fahren, dann darf ich nämlich, ne? So, hätte wahrscheinlich auch eben so gereicht, aber ich bims mal lieber vorsichtig, ne? Heute ist man nicht mehr, heute bimst man ja, deswegen ich bims vorsichtig. Das ist ja durchaus wichtig, ist auch, wenn man sich da, wenn man heutzutage nicht auffällen will, wobei, ich glaube, das sagt auch schon keine mehr, gell, das ist auch schon wieder so. Ich meine, wenn das selbst irgendwie Jugendwort oder so geworden ist, also ich glaube, dann benutzt das wirklich keiner mehr. Dann war das vielleicht mal so ein bisschen akut, aber
Ja. Ich kaufe meine Akkus immer von, oh, keine Ahnung, was gibt's denn alles? Duracell, Energizer gibt's noch, keine Ahnung, Vata gibt's noch. Hey, Alter. Hallo, Carsten. Fällt dir auch noch eine Batterienfirma ein, damit sich keiner benachteiligt fühlt? Dann gibt's noch die billigen von Aldi, Lidl, Penny, Edeka. Ja, ne? Die von den Eigenmarken. Und dann gibt es noch viel, viel billigere, die aus diesen 1-Euro-Dingern da, wo du dann 30 Batterien für 1 Euro kriegst. Die dann zwar 10 Minuten halten und du dann alle 10 Minuten Batterien wechseln darfst. Weil wer hat denn, wo benutzt man heutzutage noch Batterien? Also ich weiß nur, das letzte Mal, als ich... Astrid Lindgren. Danke. Das letzte Mal, als ich aktiv irgendwo viel Batterien genutzt habe, war in meiner alten Digital, also in einer ganz alten Digitalkamera. Da haben wir da und Batterien gebraucht. Früher, kennt ihr noch die Zeit, als man noch kein Handy-Smartphone hatte? Ich bin übrigens immer noch stolzer Besitzer meines zweiten Smartphones überhaupt, seit dass ich je besitze, und das habe ich erst seit einem halben Jahr. Von daher, gut, kann sein, dass ich ein bisschen spät dran war, aber ich habe noch recht lange eine Digitalkamera gehabt. So eine ganz kleine silbernen, die Klassiker, die man so kennt. So 5 Megapixel, ne? Und dann Urlaubsfotos gemacht. Aber anders ging es ja nicht. Ja, ach ja, das war witzig. Schön. Und dafür hat man immer ewig Batterien gebraucht, weil Akkus gingen nie wirklich. Weil das Problem an Akkus ist, die haben halt nämlich diese 1,5 Volt, die man eben braucht. Also die Kamera auch tatsächlich immer gebraucht hat, bis 3 Volt dann halt. Die haben die eben nie ganz geliefert und dann musste man die halt eben noch öfter aufladen, weil die, ach, über diese Schwelle, die brauchen, nicht so drüber gekommen sind, ach. Und dann hatte ich ja auch lange Zeit, stimmt, das war zwischendrin sogar noch, hatte ich ja lange Zeit noch so eine, es kam damals auch so eine Systemkamera, heißt, es war so zwischen Spiegelreflex und normal, weil ich habe früher echt gerne fotografiert. Ja, die hat dann aber so einen integrierten, also so einen extra Aufladeakku gehabt, der für die Kamera gut war. Von daher, da war da nicht mehr so mit Batterien, aber das ist so der letzte Einsatzzweck, wo ich mich jetzt daran erinnern könnte, dass ich mal Batterien wirklich in größeren Massen mal gebraucht habe. Jetzt irgendwie halt nur noch für die Fahrradlampe. Boah, das war ja auch so ein Witz, ne? Man konnte ja bis vor ein paar Jahren, wobei das ist ja nicht mal ein Witz, ich konnte es ja, ehrlich gesagt, irgendwie, ich konnte mich verhaspeln, ja, das kann ich immer noch sehr gut. Nee, früher durfte man ja, früher, war es ja gesetzlich geregelt, dass man in einem Fahrrad eine Lampe mit Dynamo-Betrieb haben musste. Also man musste, dass das Fahrrad eben straßenverkehrsordnungskonform ist, musste man ja ein Dynamo-betriebenes Dings haben, weil damals Glühbirnen haben halt saumäßig viel Strom gezogen und deswegen, damit man immer irgendwie beleuchtet ist, war es wichtig, dass man irgendwie so ein Dynamo-betriebenes Ding hatte. Das hat sich ja mit Einführung von LEDs für jedermann irgendwie so ein bisschen geändert und die haben die Gesetze, finde ich, sogar tatsächlich recht schnell angepasst. Das fand ich ganz interessant. Das ist ja ganz passend. Guten Tag. Hallo. Und ja, seitdem darf man ja dann auch normale batteriebetriebene Fahrradlampen verwenden. Das war einmal zu viel. Ne, finde ich aber, ehrlich gesagt, immer noch nicht fahren. Danke auch, hab euch lieb. Ne, finde ich eine sinnvolle Sache, dass das abgeändert wurde. Und ja, es ist vielleicht so ein kleines Zeichen, dass die da nicht ganz so rückschrittlich sind. Was andere Technik angeht, irgendwie schon. Wir sollen ja auch bald irgendwie mit, wie war das? Ach, das habe ich wieder vergessen. Haben sie doch alle einen Witz draus gemacht. Flugtaxis, glaube ich, durch die Gegend fahren. War das nicht so? Das war ja irgendwie der Gag, ne? Dass das das Ziel unseres neuen tollen Digitalministeriums ist. Ja, schwör. Nee, ach ja, aber weißt du, auf dem Land dann, nicht mal mehr auf dem Land, selbst in etwas größeren Ortschaften, dass du überhaupt mal irgendwie kurz notfalls mal jemanden erreichen kannst, ist einfach nicht, nee. Wow. Ach genau, und dann, weiß gar nicht, war das April, schätze ich, ich glaube, das war ein Tag später. Das kann man sich einen Tag später raus, mal kurz auf das Datum gucken. Tatsächlich vom 2.4., also das ist kein April-Scherz. Er prüft ja gerade tatsächlich 1&1 ein eigenes Mobilfunknetz aufzubauen. Also heißt noch nicht, dass da jetzt irgendwie morgen schon Masten gebaut werden. Also die prüfen die rechtliche Grundlage. Ehrlich gesagt finde ich das ganz witzig. Wir hatten ja bis vor zwei Jahren tatsächlich noch 4 Mobilfunknetzbetreiber. Dann waren es nur noch 3. Boah. Und jetzt sollen wir wieder 4 kriegen. Was den Wettbewerb sicherlich auch nicht so schlecht tut.
Achso, was der Wettbewerb übrigens auch tatsächlich nicht schlecht getan hat, weil die Tatsache, dass jetzt ja, warte mal, Vodafone war, glaube ich, Vorreiter, gell? Oder war das die Telekom? Nee, die Telekom hat angefangen, genau. Die hat angefangen, tatsächlich für günstiger Geld als bisher eine echte Flatrate mobil anzubieten. Das habt ihr schon auch irgendwie mitbekommen, das ist schon ein bisschen her. Also bis vor einem Monat oder so gab es ja so echte Flatrate fürs Telefon, wo du wirklich unbegrenzt Datenvolumen hattest für, glaube ich, knapp 200 Euro. Das war so ein Business-Tarif. Und ja, das sind natürlich Preise, da, ne, das zahlt Otto-Normalverbraucher nicht. Auch wenn man nicht Otto heißt, zahlt man das trotzdem nicht. Oh, das wird jetzt aber eng mit meinem Nachläufer. Puh. Ist egal. Genau, und die haben jetzt eben angefangen, diesen Tarif so ein bisschen abzuspecken, da so ein paar Konditionen rauszunehmen, die sie tatsächlich nur an Nutzer richten, die das wirklich brauchen, wie, ach, EU und Amerika weit und oh, jedes Jahr neues Handy und so Zeug, was irgendwie nicht, also so Zusatzdinge rauszunehmen und den ganzen Tarif jetzt ein bisschen günstiger anzubieten, weil in anderen Ländern geht es ja auch. Alle Länder, die so ein bisschen, sagen wir mal so, digital fortschrittlicher sind als Deutschland, obwohl sie tendenziell sogar noch eher Flächenland sind, als man das hier nimmt, mir immer ganz gerne das Entschuldigung. Ja, da Flächenland, vor allem außerhalb der Städte, da baust du ein Mast, da heißt ja kein Schwein. Ja, gibt aber gerade im Norden oben Länder, die sind noch viel eher Flächenland, als wir das sind. Und da klappt das alles doch auch mit DSL und ist egal. Ich kann mich ja hier nicht beschweren, das klappt ja hier ganz gut. Auf jeden Fall gibt es da ja auch schon in längerer Zeit echte Flatrates. Wenn wir gar nicht unbedingt in den Norden schauen, Frankreich ist auch meistens ganz gut dabei. Auf jeden Fall tut sich da ja einiges und diesen Tarif gibt es, glaube ich, für 79 Euro oder so. Da hat der Vodafone nachgezogen, haben sie was auch angeboten. Dann kommt O2, ja, wir machen das schon seit Jahren mit unbegrenzten Daten. Wir drosseln zwar auf ein Mbit oder so, aber ist egal, wir haben trotzdem eine echte Flatrate. Hallo. Wow, da ist meine Flatrate, die sich auf 64 Kilobit drosselt, ja auch eine echte Flatrate, weil ich ja auch unendlich surfen kann, nur halt mit 64 Kilobyte, wenn ich meinen Gigabyte aufgebraucht habe oder meine 500 Megabyte. Ja, verstehe das einer, der will. Aber gut, ja, ne? Auf jeden Fall gibt es jetzt tatsächlich, gut, trotzdem nicht erschwingliche, aber es gibt jetzt echte Flatrates. Und das, glaube ich, ich wollte damit andeuten, dass Konkurrenz vielleicht nicht schlecht ist. Ich glaube, das wollte ich sagen. Dass diese Konkurrenz vielleicht den Markt so ein bisschen belebt. Vor allem auch den Markt, weil der mag Tomaten. Oh, ja, jetzt sind wir wieder im Trash-Talk angelangt. Ist in Ordnung. Ich hab's verstanden. Ihr holt mein Lab. Oh, um sie bitte. Bitte. Nein, ich bin doch sowieso schon so angepisst die Tage gewesen von dir. Dass du dann abschmierst, wenn ich eine Fahrplanfahrt machen will. Danke. Achso, es gab übrigens eine Aufnahme, die ging ungefähr eine halbe Stunde, die habt ihr nie zu Gesicht bekommen, weil ich dann gegen Ende so genervt war, dass Omsi abgestürzt ist. Und ja, es sah mir gerade danach aus. Ich weiß ja nicht, was los ist. Ist irgendwie, haben die meinen Prozessor irgendwie kaputt gemacht oder so? Ich weiß auch nicht. Läuft nebenher irgendwie noch so Virus.exe nebenher im Hintergrund. Also es performance-technisch nicht mehr dafür reicht. Ach, ich weiß doch auch nicht. Oder ist das neue OBS-Update schuld? Oh, wir haben aber ganz schön gut Fahrgäste. Alter, Finne. Boah, ist gut besucht, die Hütte, ne? Haben so gut Leute rekrutiert. Finde ich gut. Ja, für uns geht es jetzt langsam schon noch nicht auf die Zielgerade, aber zumindest großen Schritten Richtung Nordstadtbahnhof. So, swoosh. Und dann einmal von außen und dann ziehen wir kurz vorher nach innen. So, die Josche Kreisverkehr-Fahrmethode, die wir jetzt bei so einem Easy-GG-Easy-Kreisverkehr eigentlich gar nicht brauchen. Ja, aber wir sind einfach toll, ne, Quatsch. Die läuft tatsächlich manchmal ein bisschen weiter, wenn man die anwendet. Vor allem, wenn es enge Kreisverkehre sind. So, schönen guten Tag. Hallo. Hallo. Einen normalen Fahrschein, bitte. Das machen wir. 2,70. Bitteschön. Und 30,2. Danke. Gute Fahrt, angenehme Fahrt. Ist grün. So, ne, Kollege. Sie ist da auch so. So, der hat noch nicht ganz so viele Leute rekrutiert. Kann halt nicht jeder so toll sein wie wir. Ja. Genug des Eigenlobs. Ich glaube, hier stinkt es schon vorne. Aus einer Fahrerkabine riecht er das auch. Das Eigenlob hier vorne. Boah, das ist widerlich. Und aufpassen beim Einsteigen, die Schleimspur. Boah, das ist ja abartig. Ja. Ist toll. Ich freue mich. So. Sie wollen auch mit.
Ich sehe es in der Nasenspitze an. Guten Tag. Fahrschein? Nö. War aber knapp am Fahrschein vorbei. Darf ich den Fahrschein mal sehen? Ich bin wohl nicht autoritär genug. Liegt daran, dass ich wahrscheinlich einen Bus und kein Auto fahre. Somit wäre nun ein Tiefpunkt dieses Let's Plays erreicht. Von nun an kann es nur noch steil bergauf gehen, wie bei einer mathematischen Funktion zweiten Grades. Wenn die... Ach, keine Ahnung. Ach, das ist schon so lange her. Wenn das Vorzeichen positiv ist und die Ableitung steigt oder so ein Mist, da kann es auch nur noch bergauf gehen. Ja, nennt es wie ihr es wollt. Ne? Oder die Ableitung, die zweite Ableitung null war und man... Ach, ist gut. Hallo. Ich glaube, es interessiert euch nicht. Guten Tag. Alles interessiert mich nicht, was du erzählst. So, und ich sehe es schon wieder in den Kommentaren. Ja, Josh, du hast recht, es interessiert uns wirklich nicht. Was ich dann aber interessant finde, ist, dass man bei Minute 26 trotzdem noch zuhört mit einem, das doch nicht interessiert. Super Sache. Muss ich jetzt nicht verstehen, aber werden wohl Tatsachen sein. Ich würde immer gerne sagen, jetzt komm, hopp mal, treten aufs Gas, Josh, aber wir müssen ja angepasst fahren. Wetteramt. Genau. Da kann man sich auch offiziell, kann man seine Beschwerde hinschicken, wenn das bestellte Wetter nicht geliefert wurde. Musste hier aufkreuzen, hast du zwar irgendwie nur so ein Stunden Zeitfenster oder so. Wir hatten bei Ämtern ja nicht... Oh, böse, böse. Jetzt hat er Witze über Ämter gemacht. Ach, guck mal. Wenn die da links frei haben, dann habe ich da bestimmt auch frei. Ich gucke jetzt mal gar nicht. Ich bin mal so, frei. Also ich glaube, es ist echt die AIDES, die mir hier so zu schaffen macht. Ich weiß gar nicht, warum. Gut, ich vermeide es sonst auf anderen Karten irgendwie Facelift oder so. Ja, und generell sämtliche andere Busse außer NL. Ja. Hat natürlich aber auch was, so ein bisschen Typenvielfalt zu haben. Das hat ja auch durchaus seinen Reiz. So, die wollen jetzt alle jetzt zum Nordstadtbahnhof durch, oder wie? Zumindest können sie hier mit vier Türen außen einsteigen. Hallo. Geht ein bisschen schneller vielleicht. Guten Tag, hallo. Tag. So, zu damit. Ja, nach einem Jahr gehe ich dann auch mal zu. Ich bin die zweite Tür. Ich interessiere mich nicht dafür, dass du die Tür... Ja, es ist dir einfach egal. Müssen wir uns halt wieder den Manuel machen lassen, wie wir schon ein paar Mal erwähnt haben. Ach ja, der ist mal viel beschäftigt. Der arme Manuel. Muss alles Manuel machen lassen. Aber es ist auch ein guter. Ruhrallee. Genau. Und jetzt haben wir 2 Minuten Verfrühung. Interessant. Bei meiner letzten Testfahrt war ich irgendwie hier viel zu spät. Gut, dass sie, glaube ich, verloren gegangen ist, weil sonst hätten wir, glaube ich, einen Fahrplan da. Da kannst du einschlafen und rückwärts fahren. Ich glaube, ich war an dem Abend echt müde. Ich soll das mir müde machen. So. Also so waren die anderen, glaube ich, ungefähr auch ein bisschen zu früh. Ich habe mich immer gewundert, ich bin 3 Minuten zu spät. Ihr seid 2 Minuten zu früh. Ja, dann lag das bestimmt nicht an mir. So, haben wir Freigabe. Hey. Sieht den Unterschied nicht. So ist drin, ne? Hallo. Keine Ahnung. Macht, was ihr wollt. So, so ist grün, ne? So kann ich wieder rausnehmen, oder geht das zu? Oder auch nicht. Dann machen wir selber, komm. So, jetzt hat man sogar 3 Minuten Pause. Das ist ja auch nicht schlecht. So, du wartest aber, du Smart, ne? Du fährst, wollte gerade schon sagen. Du fährst nicht zu mir. Hättest du was geklatscht, aber dann wäre das dann... Da klatscht was, aber kein Beifall, genau. So war die Redewendung. Zu 60 dürfen wir hier auch. Hier, Nordstadtbahnhof, Endhaltestelle, kein Terminus, wegen keiner Ansage, aber... Oh. Ich müsste das mal eruieren. Haben sie... Ah, das ist gut. Nur weil da hinten es jetzt weitergeht. Ach, guck mal, der unauffällige schwarze Transporter. Habe ich ihn schon mal erwähnt, ist er ein Sprinter. Ist ja egal. Das unauffällige schwarze Großraum-Pkw-Fahrzeug. Ne? Rap 54. Boah, jetzt so einen leckeren Rap. Wobei, ich habe keinen Hunger gerade.
habe heute Mittag sowas ähnliches wie ein Wrap gegessen. Ich meine, die Dönerläden haben den Trend schon länger erkannt und bieten schon seit Jahren Jufka an. Und jetzt kommt der Wrap in den Trend, wobei das mit dem Wrap ist bestimmt auch schon wieder ein bisschen älter. Aber im Prinzip ist es ja nichts anderes. Deswegen finde ich es echt ganz witzig, dass ja, Fleisch mit wie Salat und noch geiler als Jufka zum Beispiel, finde ich ehrlich gesagt ein Lammatschun mit Fleisch drin. Weil das ist wie Jufka nur noch mit so einer coolen, leckeren, gewürzigen Paste drauf. Und das finde ich richtig lecker. Das gibt dem meisten noch so ein bisschen, ich mag es ja generell immer so ein bisschen gewürziger und das ist, finde ich gut. Gefällt mir. Probiert's mal aus. Kostet meistens 50 Cent mehr, aber ich bin YouTuber. Ja, Ironie aus. So, jetzt schauen wir mal, ob wir einen Fahrplan kriegen. Ich wäre sehr dankbar. Sonst bin ich böse. So. Ihr achtet alle mit drauf. Ach, dankeschön. Speichern. So, 177. Gegenrichtung halt, ne? Hauptbahnhof nach Nordstadtbahnhof. So. Ihr speichert. Und ich würde sagen, an der Stelle verabschiede ich mir. Achso, jetzt habe ich wieder schon. Ach, das sieht ja von oben ist immer Sonne von hinten. Ich mag das gar nicht. Ich finde das doof. Ich will mal das Thumbnail von vorne aufnehmen. Jetzt respektiert das doch mal einer. Mensch. Ich werde immer voll traurig. Wollt ihr das? Und sie will das, glaube ich. Ach, keine Ahnung. Ist mir jetzt, glaube ich, auch vollkommen egal. Wenn ich mich jetzt aber da vorne hinstelle, dann kommt die Sonne von vorne. Und ja, ich muss immer so ein Drama draus machen. Kann Luise bestätigen, mache ich immer auch privat. Aus allem ein Drama machen. So. Ich lasse euch hier mal den Rest raus. Ne? Ich hoffe, das ist in Ordnung. So. Ne, mache das gut. Bis zum nächsten Mal. Bis zur nächsten Fahrt. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen, fürs dabei sein, für die Aufmerksamkeit. Wobei, brauche ich euch gar nicht. Meine, das ist den Lehrern vielleicht in den Schulen wichtig oder den Dozenten, Profs an der Uni, aber Aufmerksamkeit, der Vorteil ist, ich merke ja nicht, wenn du mit dem Handy da sitzt und nicht aufpasst. Das merke ich ja nicht. Das ist deswegen auch nicht so respektlos, wie wenn man das gegenüber Menschen macht, die einem gerade sich persönlich was erzählen. Von daher, macht mir die Videos, was ihr wollt. Dafür sind sie da. Das ist der Vorteil an nicht ganz so persönlicher Kommunikation. Naja, macht's gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Trotzdem danke fürs Zuschauen.